angekommen. Und die dunklen Wolken sind weg, die Sonne strahlt. Ach, wir haben wieder einen unserer Lieblingsplätze. Ist das nicht schön hier? Ja, hier ist übrigens das Waschhaus und dort wird auch das Hafengeld bezahlt. Ja, auf die Roller und erstmal zum Kaffee Rass. Wir hatten nämlich Hunger. Das ist der Blick auf die XY-Brücke, wo ich nicht weiß, wie die heißt. Und plötzlich stolperten wir in ein Jazzfestival. Ganz viele Leute, die ganze Stadt war am Tanzen, am Bier trinken, am Feiern. Das Wetter war ja auch schön, es gab diverse Bühnen, hat total Spaß gemacht. Ja, und Mittelfahrt hat einige schöne Läden, die können wir euch sehr empfehlen und auch dieses etwas versteckt liegende Café. Chocolate Cheesecake und Strawberry Buttermilk Cake. Wisst ihr, was das ist? Das ist, wenn man eine Arbeit zum Teil normal macht, wenn man zu wenig Teile hat. Also so wie beim Puzzle. Wie er muss. Das Schlimme ist, dass die schon verklebten Teile wieder ab müssen, zum Teil. Weil wir doch jetzt die Hüfte verstärken wollen. Das ist einfach. Ja, es fehlten halt so 3 Stück. Dann dachte man, es geht auch so. Geht nicht. Also müssen wir die zum Teil abmachen. Und ihr glaubt nicht, es klebt wie Bolle, dieses Kram, wo man erst denkt, na, geht das überhaupt? Ja, geht. Geht noch nie wieder ab. Aber wir beißen uns durch. Fertig. Nee, wir gehen nicht nur essen, wir kochen auch selbst leckeren Lachs. Und am Abend konnten wir tatsächlich Schweinswale sehen. Es ist ja nicht so, dass sie super selten werden inzwischen, glücklicherweise, aber man freut sich doch immer wieder, wenn welche auftauchen. Für den nächsten Tag war dann sehr viel Wind angekündigt. Windstärke 7, Böen 9 und das im Hafen, im relativ geschützten Bereich von der Mittelfahrt Marina. Das war schon heftig. Immer mehr Boote kamen in den Hafen, um Schutz vor dem Wind zu suchen. Und dieser Wind sollte für ganze 3 Tage anhalten. Wir waren also eingeweht. So, und wenn man jetzt nur das Bild sieht, es ist richtig schick aus Sommer. Die Hintergrund ist ein bisschen Wind. Das ist aber ein bisschen mehr Wind. Wir haben 7 Böen. Tja, manchmal kann man sich das mit dem Reden auch einfach sparen. Das hier ist der Bereich auf der gegenüberliegenden Seite. Und tatsächlich haut der Wind hier noch viel stärker rein. Hier ist es doch schon so ein bisschen amtlicher. So, hier sieht man jetzt gut, wo der Wind reinkommt. Ich schwenke mal ein bisschen zur Seite. Da hinten ist die Hafeneinfahrt.
genau da bolzt auch der Wind voll drauf. Ja, das merken wir hier. Ah, meine Kopf liegt da halt auch schön. Versucht mit ihrer Mutter zu telefonieren. Nee, zu videofonieren. Über Skype. Lass in diesem Wind. Bin mal gespannt, was sie überhaupt mal mitbekommt. Weht das Schilf. Hinten seht ihr die Boote. Das ist echt hübsch hier. Hier ist der Wind auch ein bisschen abgemildert. Steg. Sieht aber nicht sehr stabil aus. Mal gucken, ob man hier überhaupt lang gehen darf. Und wenn ich auf einmal runtersacke, dann kriege ich es ja mit. Schlechten Zoom mal verwenden hier von meinem Handy. Ja, da hinten. Ja, ich sehe es. Putzi, putzi. Gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall machen die Schwalben fette Beute bei dem Wetter. Bank mit Kissen gefunden. Mit Eule. Eule. Schön. Ja, ein Land. Der kleine Hafen hier ist der Seilkluben Sunnel. Nur mit dem Wasser ist es gerade ein bisschen knapp. Das hier ist übrigens das Hafenbad mit einem sehr schönen Zugang, den wir nicht ausprobiert haben, weil es einfach zu kalt war. Nächstes Mal vielleicht. Ja, gerade hier kein Wind. Dafür Kuchen. Aussicht. Und Aussicht. Auf ziemlich raues Wasser, aber es geht gerade. Ja, Entschuldigung, ich habe was vergessen. So, den Kuchen hast du schon gesehen. Jetzt gibt's auch die Waffel dazu, die habe ich eben nämlich vergessen. Ja, ist ein bisschen gemein, ich weiß. Egal, musst du durch. Das ist übrigens das Gebiet um den Nyhavn, den neuen Hafen. Das Wetter war sehr trübe und so kam die Stimmung hier dann auch rüber. Aber die Versorgung ist auf jeden Fall gut, auch für Wohnmobilisten. Das Angebot im Quickly hat uns ganz schön geflasht. So viele Leckereien. Hätten wir gerne alles ausprobiert. Mist, was wir so viel essen gegangen sind, oder?
Ja, und das ist so richtig praktisch. Ich konnte da gar nicht weggucken. Ein Warenkorb mit Fahrstuhl. Und ja, der fährt anschließend, wenn man den Korb entfernt hat, wieder nach unten und wartet auf den nächsten Fahrgast. Warum gibt es das eigentlich nicht bei uns? Der macht mir Konkurrenz. Sehr lecker hier. Nom nom nom. Meins. Geburtstagsessen. Da ist der alte Mann. Und dann hat sich der Geburtstagsjunge auch noch einen Baileys zum Kaffee geordert. Geendet hat es dann so. Mit leckerem Kuchen. Kinderspaß. Wir haben schon alles gesehen heute. Inklusive Bauchklatscher. Arme Kind. Wir haben überlegt, warum wir diesen Hafen so mögen und ihn den anderen beiden Stadthäfen vorziehen. Der alte Hafen ist uns zu klein und der neue Hafen zum einen immer noch durch die Baustelle lärmintensiv, zum anderen uns zu betonlastig. Dieser Hafen ist in der Natur gelegen und trotzdem ist man mit dem Rad oder mit dem Roller sehr schnell in der Stadt. Nun ging es aber weiter nach Norden und zwar nach Julsminde. Denn da erwarteten uns Karin, Marie und Polle, auf die wir uns sehr freuten. Blauer Himmel, blaues Wasser. Aber nix Sommer. Also der Wohnmobilstellplatz würde uns auch gefallen. Angekommen in Julsminde. Als Überraschungsereignis landeten wir dann aber im Hafen, mitten im Fahrerlager der dänischen Super Rally Meisterschaft mit all den röhrenden Rennautos und wir erlebten das wirklich lauteste und verrückteste Autorennen, das wir je gesehen haben. Davon aber mehr im nächsten Film. Wir nehmen euch gern wieder mit.